Ich heiße Sie herzlich willkommen in Lendeschatz, dem Schatz des Sauerlands. Sie befinden sich jetzt aktuell noch nicht im Wilden Westen, sondern erstmal nur im Modellprojekt des Landes Nordrhein-Westfalen Elsbefestigung. Unser Beitrag, das öffentliche Leben wieder anzukurbeln. Der Hauptinitiator und maßgebliche Wegbereiter dieses Projekts, unser Landtagsabgeordneter Jochen Ritter, ist auch zugegen. Jochen, ich würde dich bitten, kurz mit auf die Bühne zu kommen. Herzlichen Dank. HMO AG aus München, denn ohne diese besondere Technik, die Sie alle am Hals tragen als sogenanntes indianisches Amulett, wäre diese Veranstaltung nicht möglich gewesen. Die diesjährige Saison hätte nicht gespielt werden können. Mit dem Modellprojekt wollen wir den schweren Auswirkungen der Pandemie in jeglicher Hinsicht ein Ende setzen. Ich verrate Ihnen jetzt, dass mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch der Ölprinz heute genau dieses Ende finden wird. Denn am Ende wird das Böse besiegt. Meine Damen und Herren, auch von meiner Seite, guten Abend. Ich habe als Kind die Geschichten aus der umfangreichen Karl-May-Buch-Sammlung meines leider viel zu früh verstorbenen Vetters Werner geradezu verschlungen, und als Jugendlicher war ich bei der einen oder anderen Veranstaltung mit dem legendären Pierre Bries dabei. Und als im vergangenen Jahr die Winnetou-Melodie hier über den berühmten Kamm nicht ertönte, da ging mir das, gestandener Mann hin oder her, tatsächlich an die Nieren. Und als sich dann im Frühling dieses Jahres abzeichnete, dass es Modellprojekte geben könnte, wo Unterhaltung, wo Kunst, Kultur, wenn auch in strengen Auflagen, aber immerhin mal wieder live möglich werden könnte, da war es Ehrensache, dass ich alles dafür getan habe, dass Elsbe dabei war. Mein Blutsbruder Tobias war auch sofort Feuer und Flamme, und deshalb können wir heute Abend hier mit Ihnen zusammen seit einer Ewigkeit wieder live Karl May erleben. Ich wünsche Ihnen einen unvergesslichen Abend. Das, was ich jetzt tue, da habe ich viele vor gewarnt und gesagt, das will der gar nicht. Aber wir konnten es alle in der Zeitung lesen, als Miska Elsbe-Festival bezeichnet. Jochen Bludau hat heute einen ganz besonderen Geburtstag. Und ich weiß aus gut informierten Kreisen, das, was ich jetzt gerade mache, das will der gar nicht. Aber ich würde jetzt trotzdem einfach mal die Frage wagen, ob er es tatsächlich in den Zuschauerraum gewagt hat oder ob er sich tatsächlich das nicht antun möchte. Jochen Bludau, ist er da? Ist er nicht da? Wir wollen ihn zu nichts zwingen, denn wir warten alle auf Winnetou und Old Shatterhand. Ich werde Jochen Bludau gleich ein Präsent überreichen im Namen der Stadt Lennestadt, denn manchmal kommt der Bürgermeister auch zu solchen Anlässen zu Besuch, manchmal auch ungebeten, so wie heute. Sie sind also heute auch ein bisschen Teil einer Geburtstagsfete. Fühlen Sie sich so? Und ich darf abschließend nochmal sagen, verehrte Damen und Herren, liebe Bleichgesichter, machen Sie Werbung für das Elsbe-Festival. Wir wollen eine super Saison spielen. Machen Sie Werbung für Lennestadt, machen Sie Werbung für das ganze Sauerland. Auch die anschließende Eventreihe Indian Summer wird ganz tolle Künstler hier ins Sauerland bringen. Das ist ein Aushängeschild, das ist eine tolle Geschichte. Machen Sie Werbung dafür, und das alles natürlich live. Viel Spaß mit der Ölprinz, schwarzes Gold, ein Gloomy Water.